ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt mir, dass sie euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare. Ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. So, wir spielen heute wieder eine Deathrun Map und zwar heißt diese Map Deathrun plus 250 Level so easy. Ja, es soll wieder das XP für den Season Pass geben. Wir schauen uns natürlich an, wie hoch die XP sind, ob es wirklich welche gibt, ob es sich rendiert. Mapcode wie immer in der Videobeschreibung. Wir werden schauen, ja, hier steht es, irgendein Battle Pass XP. Wir werden schauen, ob die wirklich easy ist oder normal oder schwer. Wir schauen, ob nach diesen Special Rewards, die hier groß angepriesen sind. Und wir werden schauen, ob sich die Level wiederholen, ob sie eintönig sind oder ob sie Abwechslung bieten. Und ja. Ansonsten, ich warte jetzt einfach nur noch, dass es losgeht. So, Lobby schlicht und einfach. Ihr könnt ein bisschen Abwechslung rein, aber ich würde nicht lang sagen, ohne lang zu schnacken, Spiel starten. So. Was war denn das? Okay, wir kriegen fürs Rennen alleine schon XP. Das ist nice. So, kann man sprinten? Man kann sprinten, das ist sehr gut. Ja. Okay, das geht noch. Sowas hat man auch schon das ein oder andere Mal. Das ist tatsächlich alles noch machbar. So sollte man tatsächlich nicht durchrennen. Wir kriegen jetzt nur noch 7 EP fürs Rennen. Das ist aber egal. Es ist schön, dass es bei dieser Map so eine Funktion gibt. Und es ist die Map Version 2. Sie wurde also bisher nur einmal überarbeitet tatsächlich. Das ist echt nice. Das heißt, es gab nicht so viel zu fixen an Bugs, Fehlern und. Und ja. Wir werden einfach mal jetzt gucken, wie lange wir auch noch brauchen für die Map. Solche, ich sag mal, Fallen haben wir schon in verschiedenen anderen Maps gehabt. Also die sind noch recht einfach. Nein. Warum bin ich da abgerutscht? Hoho. Ich muss mal ganz kurz was gucken, ne? Nein. Das
2062. Ich habe die Befürchtung, wir haben die schon gespielt. Nein. Dann scheint das einfach nur eine reine Kopie von einer anderen Map zu sein. Denn das kommt mir hier gerade alles nur ein bisschen bekannt vor. Mit diesen Würfeln da hinten. Deswegen, ich musste mal ganz kurz raustappen und in meinen Ordner reingucken. Weil ich schon sehr viele Maps gespielt habe und ich kann die mir halt einfach nicht alle merken. Ich habe zwar alle abgespeichert in meinem Ordner. Auf der Festplatte, aber man kann sich halt trotzdem nicht alles merken. Und deswegen vergleiche ich halt gerne mal die Map-Codes miteinander. Aber diese Map haben wir tatsächlich noch nicht gespielt. Aber mir kommen die Level halt alle sehr bekannt vor von einer anderen Map. Und Shadow TDF, der Name sagt mir tatsächlich auch rein gar nichts. Muss ich ehrlich sein. Aber mir kommt die Map halt so bekannt vor, als ob die von irgendeinem anderen Map-Creator 1:1 kopiert wurde. Und jetzt für die eigene Sache hier ausgegeben wird. Ey, das ist creepy. Das ist 1:1 wie eine andere Map, die ich schon gespielt habe. Aber wirklich 1:1 nachgebaut. Hätte man da nicht wenigstens noch seine eigenen Ideen einbauen können? Und nicht alles 1:1 nachbauen? Egal, wir spielen sie jetzt trotzdem. Einfach weil wir es können. Und weil es hier eine Menge XP gibt, wenn man die ganze Zeit rumrennt. Ich habe es zwar nicht mehr nötig, die XP, aber... Oh, vielleicht schaffe ich dieses Season Level 300. Wäre ja nice. Ich weiß gar nicht, welches Season das war, wo ich schon mal Level 300 war. Oder 270 war ich da. Darko hat mir das mal gesagt. Nein! Ich hab's zu spät gesehen. Ich glaube, es war Kapitel 1 oder 2, Season 5, 6 oder so. Ich habe ja über ein Jahr lang nicht mehr Fortnite gespielt gehabt, bevor ich mit der hier angefangen habe. Weil irgendwann wird es halt auch mal langweilig und da will man was anderes spielen. Es gibt genügend andere Spiele tatsächlich auf dem Markt. Auch durch meine Kinder habe ich halt wieder Bock drauf bekommen. Ja, und man siehe da, mit was für einem Skin ich jetzt rumrenne. Mit Eivor. Und ich habe sogar Mighty Thor und den normalen Thor. Mhm. Ja, das würde ich gerne alles von oben in Angriff nehmen. Danke. So. Die Map ist halt wirklich 1:1 nachgebaut. Wenn der Map-Entwickler das Video sehen sollte, bitte das nächste Mal nicht 1:1 nachbauen. Wenn sie doch nicht 1:1 nachgebaut ist, beziehungsweise wenn sie überhaupt nicht nachgebaut ist, tut es mir leid für die Äußerung. Aber ich habe schon mal so eine Map gespielt, die genau die gleichen Level hat. Und genauso aufgebaut ist. Außer, dass es da keine XP gab fürs Rumlaufen. Aber dafür gab es pro Checkpoint mehr XP. Oh. Oh mein Gott.
Was mich freut, bis jetzt noch keine einzige Deckenfalle. Denn die mag ich ja überhaupt nicht. Warum habe ich den Sprung nicht geschafft? Und das verstehe ich auch nicht. Warum sowas? Man kann da rüberklettern. Warum sowas? Da kann man nicht in die Luft springen. Alle, die die Maps sehen, meine Let's Plays sich anschauen und die Maps sehen, vergleicht mal bitte diese Map mit einer der letzten, die ich hochgeladen habe. Man kann mir erzählen, was man will. Ich habe so eine ähnliche Map tatsächlich komplett aufgenommen. Das ist halt wirklich 1:1 alles gleich. So, ich will mich jetzt aber nicht weiter drüber aufregen. Ich will die Map jetzt genießen. Viel sagen kann ich eh nicht dazu. Außer, dass es halt, ja, alles gleich ist. Und, ja. Aber ich verstehe den Sinn und Zweck hinter den Renn-XP nicht, die man hier bekommt. Weil man ja nicht bei jeder Map, bei jedem Level rennen kann. Bei einigen muss man ja auch stehen bleiben. Deswegen verstehe ich das einfach nicht. Schön und gut, dass das so viele XP gibt, aber... Und ja, es sind wirklich viele. Wenn man einfach nur auf der Stelle rennt, indem man irgendwas am PC einstellt, dass der die ganze Zeit nur hin und her rennt, kann man tatsächlich ja eine Menge XP AFK farmen. Ja. Bei welchem Level sind wir denn? Wird mir nicht gesagt. Ach doch, hier, 138. Irgendwie wiederholen sich einige Level hier tatsächlich. Das ist langweilig. Diese Bodenfallen haben wir jetzt schon zum 1000. Mal. Wo wir einfach nur zwei haben, die wir überwinden müssen. Mach nicht diesen mit mir. Nee, nee, nee. Mach nicht diesen. Okay, warum ist hier alles gesperrt? Die sind alle ausgeschalten. Warum? Das frage ich mich jetzt. Warum sind die Verkaufsautomaten ausgeschaltet? Ich habe immer 312 Coins. Ich würde die halt auch gerne ausgeben. Das hat man auch schon in so vielen Maps, dass das einfach so gebaut ist. Also mittlerweile müsste ich die Level sogar ohne zu sterben im Schlaf können. Aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht mindestens einmal pro Map sterbe.
Gab es überhaupt mal eine einzige Map, die ich ohne Tod geschafft habe? Kann mich nicht daran erinnern. Nee, da gab es nie eine Map. Nee, es gab nicht eine Map, wo ich ohne zu sterben durch bin. Ja. Genau bei solchen Dingern muss man nämlich stehen bleiben. Da verstehe ich die Renn-XP nicht, wie man bekommt. Wow. Hoho. Wir haben es geschafft. Ja, sowas gibt es auch auf jeder Map gefühlt. Hier kommen halt wieder zwei Bodenfallen. Das ist gefühlt jetzt wirklich das 50. Mal auf dieser Map. Sprünge kommen ja gefühlt auch vor, als ob die sich alle wiederholen. Das hatten wir auch schon, nur dass das Plus kleiner war. Tatsächlich. Ich finde es gut, dass keine Deckenfallen verbaut sind. Die mag ich ja überhaupt nicht. Das hier hat man, glaube ich, auch schon mal hier drin auf der Map. So, 200 erledigt. Farbe hat sich tatsächlich mal geändert. Ich glaube, bei den ersten 100 hatten wir auch eine ganz andere Farbe, aber da achte ich jetzt tatsächlich gar nicht drauf. Wie oft bin ich gestorben? 14 Mal bei 200 Leveln? Ja, chillig. Nee, genauso bei solchen Jump-Dingern. Man kriegt keine Renn-XP mehr. Warum? Weil man nicht rennt. Deswegen, an einigen Stellen sind die total sinnlos eingeführt. Aber gut, ich werde mich nicht weiter beschweren. Ich werde jetzt die restlichen paar Level hier noch genießen. Natürlich muss ich wieder mal sterben, weil ich einfach zu schnell bin. Ich bin einfach zu gut für diese Map. Deswegen sterbe ich. Das hat man halt tatsächlich auch schon. Und wieder kommen Bodenfallen. Also ich muss sagen, die Map, die Level wiederholen sich. Das ist langweilig. Wo sind bewegliche Teile verbaut? Das könnte man hier mit einführen. Secrets, tatsächlich habe ich noch kein einziges gefunden. Also, keine Ahnung, ob das die Special Rewards Secrets sein sollen oder nicht. So, wo sind die Sprünge mit den Bounce-Kugeln? Wo sind Sprünge, wo man einen Gleiter braucht oder so? Gefühlt wiederholt sich hier alle 100 Level alles. Also Level 1 bis 100 ist das gleiche wie Level 101 bis 200 und 201 bis 300. Aber 300 gibt es hier ja nicht. Okay, das ist mal neu. Hat man auch schon. Das ist tatsächlich langweilig. Vor allem diese Bodenfallen hier. Das hat man auch nur andersrum aufgebaut. Schon wieder eine Bodenfalle. Also
Hier ist keine Abwechslung gegeben. Tut mir leid. Ich würde die Map tatsächlich kein zweites Mal spielen. Und wir sind durch. Wir sind durch und es gab keine extra XP. Okay, das bleibt jedem Map-Ersteller für sich überlassen, aber die Level haben sich alle wiederholt. Es ist alles das Gleiche, nur in einer anderen Farbe und vielleicht spiegelverkehrt aufgebaut. Also total langweilig, muss ich sagen. Aber nichtsdestotrotz, wir sind durch. Ich muss sagen, ich empfehle die Map nicht weiter. Das Einzige, was hier positiv ist, das sind die 14 XP fürs Rennen, die man auch nicht mal stark in die Höhe treiben kann, weil irgendwann hier mal 12, mal 14, mal 16, 18, 20, dann ist Schluss. Also ich kann die Map nicht weiterempfehlen. Das ist aber ganz meine Meinung. Ihr könnt euch selber eine Meinung bilden, indem ihr die Maps selber spielt. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Nicht viel, außer dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche. Rockstar, dance until I drop, my love is a fire.